Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute soll es bei mir um das Thema Gesundheit und Wellness gehen. Ich möchte euch ganz einfache Tipps zeigen, wie ihr mit relativ einfachen Mitteln einen tollen Effekt erzielt und ein tolles Raumklima bekommt, wie ihr euch wohlfühlen könnt zu Hause. Neben den bekannten Sachen, wie zum Beispiel einem schönen Blumenstrauß, hier sehen wir eine Orchidee zum Beispiel, und verschiedene andere Sachen, wie schöne Musik hören, werde ich euch heute auch noch ein paar Tipps geben, die der ein oder andere vielleicht noch nicht kennt, und ein paar Anregungen. Schaut euch einfach das Video mal an, guckt, ob euch da was gefällt, was ihr ausprobieren könnt. Ich stelle mal ganz kurz alle Sachen vor und werde dann noch ein bisschen was dazu erzählen. Also die Blume habt ihr ja schon gesehen. Hier links eine Salzkristalllampe, kennen auch schon viele. Habe ich noch ein bisschen hier ringsrum was Besonderes gemacht, erkläre ich nachher gleich nochmal. Dann haben wir hier verschiedene Edelsteine, die noch nicht geschliffen sind. Dann haben wir hier Teelichter und hier diesen Wellnessofen, den ich euch nachher mal kurz erklären werde. Ist auch was ganz Besonderes. Und hier verschiedene Duftöle und Gerüche. Hier oben liegen auch nochmal Edelsteine drauf auf dem Wellnessofen. So, gut, dann fangen wir mal an mit der Salzkristalllampe. Hier an dieser Salzkristalllampe sehen wir, dass in der Mitte ein Licht ist. Eine Lampe ist da drin. Das Licht scheint hier durch den Salzkristall durch. Er gibt auch ein bisschen Wärme ab. Der sieht schön aus. Ist auch gesund für das Raumklima. Kann man sich dran erfreuen. Ich habe hier den Salzkristall noch was Besonderes angeordnet. Und zwar sind hier verschiedene Erden, die ich immer aus dem Urlaub oder von woanders mitgenommen habe und hier angeordnet habe. Jeder Sand hat eine andere Farbe. Hier sehen wir einen sehr hellen Sand vom Strand zum Beispiel. Hier hinter ein bisschen grobkörnig. Und jeder Sand hat hier seine eigene Farbe. Und das finde ich schön, dass ich hier das so gesammelt habe. Und zusammen mit diesem Salzkristall ergibt es hier eine ganz kreative und schöne Lampe. So, dann will ich euch mal kurz die Edelsteine einzeln vorstellen. Hier oben links ist der Rosenquarz. Daneben ist der Sodalit, der kleine. Dann haben wir hier ein Aventurin. Hier unten ein Bergkristall, der ist sehr bekannt. Daneben der Orangensalit. Und ganz links der Amethyst. So. Diese Steine habe ich hier oben auf meinen Wellnessofen angeordnet. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem Wellnessofen. Und zwar funktioniert der auch ganz einfach. Hier unten mit Teelichtern betrieben, die habe ich angezündet. Und die geben Wärme ab. Die Wärme steigt hier in den Tontopf rein, der erwärmt sich, gibt dann über die Zwischenschicht hier die Temperatur ab, bis sich dann die äußere Tonschicht hier erwärmt und wirklich eine ganz tolle Wärme abgibt. Der wird hier über 50 Grad heiß, hier oben muss man sogar aufpassen, da wird er noch heißer. Und da ist es wirklich eine schöne Heizung, die man hier im Raum einsetzen kann, wo man sich die Hände aufwärmen kann. Und das ist ein richtiges, tolles Gefühl, wenn man von draußen reinkommt, vom Kalten, dass man sich hier dann, wenn er dann angeheizt ist, die Hände schön aufwärmen kann. Bis hier spüre ich noch die Wärme. Und das Ganze kann man noch ein bisschen erweitern, indem man hier zum Beispiel die Steine hier oben mit einem schönen Duft ansprüht, den man gut leiden kann. Ich habe hier zum Beispiel schöne Erinnerungen an die Sonnencreme aus dem Urlaub, das Sonnenöl. Wenn ich das jetzt hier aufmache und auf die Steine oben rauf sprühe, dann verteilt sich dieser Duft hier im Raum. Dieses Öl wird jetzt über die Hitze vom Ofen jetzt abgegeben. Dann hat man einen schönen Geruch noch im Raum. Da kann man verschiedene Öle jetzt benutzen. Hier
Lavendel oder Eukalyptus, Orange, je nachdem, was ihr gerne riecht, kann man die hier auf die Steine auftragen und dann gibt der Wellnessofen die Wärme und auch den Geruch an den Raum ab und ihr könnt dann das richtig genießen zu Hause. Also da kann man sich richtig dran erfreuen an diesen schönen Wellnessofen. Ähnlich wie ein Kamin gibt er hier richtig schön Wärme ab. Ihr müsst natürlich hier oben keine Edelsteine verwenden. Ihr könnt auch ganz normale Steine, die ihr jetzt irgendwo gefunden habt, die könnt ihr euch da oben rauflegen. Die erwärmen sich dann und wenn sie richtig schön warm sind, könnt ihr sie auch in die Hand nehmen oder drum nehmen. Auch eine schöne Sache, wenn die Steine sich hier richtig schön erwärmen. So, und zuletzt möchte ich euch noch meine Tageslichtlampe vorstellen. Ich hole die jetzt hier mal rein. So. Die hat hier ein schönes Lichtspektrum. Wenn draußen die Sonne mal nicht scheint und wenn es dunkel ist und man arbeitet am Tisch, dann hat man hier wirklich eine schöne Beleuchtung. Ist gesund fürs Auge und spiegelt sozusagen das Tageslicht hier wieder. Was die künstlichen Lichtquellen jetzt, da fehlen dann Lichtanteile und das strengt das Auge an. Und mit dieser Tageslichtlampe kann man sich hier richtig schön konzentrieren oder sich entspannen, je nachdem kann man sich damit wohlfühlen. So, und hier an der Seite seht ihr noch einen anderen kleinen Trick. Da habe ich jetzt hier LED-Lampen hier ran gemacht, wie so ein kleiner Sternenhimmel hier im Türrahmen verteilt. Die kann ich an- und ausschalten über Elektrik. Hier auf der anderen Seite auch noch farbige LEDs. Und natürlich Zimmerpflanzen. Gut, das waren erstmal ein paar Tipps, die mir jetzt hier eingefallen sind für euch. Vielleicht hat der eine oder andere ja eine Idee davon gebrauchen können und kann das mal zu Hause ausprobieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!